What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel TF2. Ihr seht, was ich sehe, vermutlich. Ich zeig's euch gleich noch einmal in groß und in schön, um es mal so zu sagen. Yay. Also ich freue mich gerade lächeln. Also lächeln geht über mein ganzes Gesicht hier. Circling TF2 Logo mit Spooky Ghost. Dazu noch eine, hier, eine schöne goldene Tommy Slav. Ich danke dir, Daryl. Gamer. Auf jeden Fall. Immer noch auf dem eigenen Server. Wunderbar läuft alles hier. Es ist richtig schön. Es gibt mehr oder weniger gar keine Probleme bisher. Zumindest wie ich das feststellen konnte. So. Und dementsprechend ist das alles viel, viel cooler, als man sich vorstellen kann. Ja, auf jeden Fall. Heute möchte ich mit euch über E.T. reden. Ihr kennt doch sicherlich alle die Urban Legend von Atari, wie sie damals die E.T.-Spiele vergraben haben, denke ich, ne? Ist eigentlich eine bekannte Geschichte. Und nun haben endlich mehrere Teams die Erlaubnis bekommen, zu graben, nach den Atari-Spielen zu suchen. Und zwar geht es genau um E.T.-Spiele. Die wurden damals vergraben, weil das Spiel so wahnsinnig schlecht gewesen ist. Wirklich, ohne Witz. Und das ist ihnen halt so peinlich gewesen, dass sie einfach gesagt haben, ja, okay, wir schmeißen die einfach jetzt irgendwo weg, das ist immer noch billiger. Ja, meine Munition ist doch kein Problem. Okay, nur ich bin das Problem jetzt gerade hier. So, warte mal kurz. Hab ich gerade rausgetappt, sorry. So. Ja, auf jeden Fall. Diese Gruppen, Ausgräber haben sich dann nun auf den Weg gemacht, haben anhand alter Fotos und mit Hilfe alter Atari-Mitarbeiter, die das damals kontrolliert haben, haben sie jetzt die richtige Stelle gefunden, haben angefangen zu graben und haben tatsächlich die alte verlorene Stätte der E.T.-Atari-Spiele gefunden. Das heißt, wir dürfen bald neue Spiele bewundern. Haha, nein, natürlich nicht. Was ich ganz lustig fand, so Easter Egg-mäßig, nicht Easter Egg-mäßig, aber, das war jetzt gerade 20 Schaden, die ich gemacht habe an den Typen. Du bist 2. I see that, not. Merkt man, dass ich nervös bin hier gerade, so ein bisschen, nervös werde, haha. Oh, das war viel Damage. So, wir bleiben einfach mal hier auf dem Punkt gerade und... Die, Bitches! Ne, aber auf jeden Fall, was dann halt so erwähnt wurde, so im Sinne von, ja, ey, wir können jetzt ja die Leute, die das dann ausgegraben haben, ey, wir können die Spiele ja jetzt, als Collectors-Items verkaufen. So nach einem Monat, ja, wir haben leider keine verkauft. Ja, was wollen wir mit dem machen? Ja, vergraben wir sie einfach wieder. So im Sinne, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. So, wo ist der scheiß Spy? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ahne Böses? Nee, doch nicht. Ich hätte mein Geld drauf verwettet, dass der ihn oben backsteppt. Okay, vielleicht doch nicht. So, ganz. Aber oh mein Gott, ich finde das, dieses ganze Set an für sich finde ich sowas von geil gerade. Haben wir dann noch Gesetzesfried. Wow, was eine Änderung. Was eine harte Änderung, ne? Ich glaube, ich mache den Effekt. Ne, den Effekt lasse ich so. So. Jetzt sind wir wieder respawned, noch nicht ganz so. Und zwar jetzt. Sehr schön. Nochmal, dass unten die Punkte nicht mehr angezeigt werden. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Wenn du das nur in deinem Ding hier nicht siehst, dann ist das wohl ein Fehler, der bei dir liegt. Allerdings wüsste ich sonst nicht, was du mit Punkte meinst. So. Übrigens, ich bin begeistert, dass wir den Punkt hier halten können. War das gerade ein Spy? Nee. Oh Gott. Ich hab eine richtige Spy-Phobie entwickelt. Aber das merkt man, glaube ich, auch so in letzter Zeit in meinen Videos, dass ich immer extrem auf aufpasse, dass da ein Spy kommt. Ah! Damn it! Ein Voice-Comment hätte in dem Moment auch nichts mehr genutzt, einfach weil es schon zu spät war. 60 Sekunden noch, komm schon, komm schon. Sniper, Sniper böse. Sniper böse! Shit, 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 shit. Naja, immerhin habe ich noch grob erwischt, auch wenn das auf jeden Fall eine Deadringer war in dem Moment. Bin mir sehr, sehr sicher. Hehe. Creeper, los! Ah nein, du bist ein Spy. Bitter. Bitter. Wieso konnte ich jetzt gerade das blaue Team spectaten? Habt ihr das gesehen? Das ist ein Bug. Den melde ich. Richtig cooler Bug. Coolio. Ob ich irgendwo wieder... nein, wir gehen etwas zurück und wir sind etwas vorsichtig jetzt für den Moment. Führt dich doch mal eben so sagen. Ja, komm, lauf beide. Lauf mit da beide rein. Schon irgendwie, bitte.
Ich meine das im Ernst. Lauf wieder bitte rein. Oh Gott, nein, 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 nein. Ah, Spy. Es verlässt auch keiner das Spiel. Ja, es ist tatsächlich so. Ich tapp mal kurz in mein HSW, also mein Half-Life Server Watch. Und der sagt mir immer noch 24 von 24. Das heißt, da kommt die gleich wieder. Aber es sind immer zwei im blauen Team, wenn ich dann mal gucke. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich weiß es nicht. Immer im blauen Team. Ein Rätsel, was ich noch klären muss. Ja, aber wirklich, die meisten Leute sind von Anfang an bis jetzt dabei und sind noch nicht einmal gelieft. So nur so 1, 2, 3 Leute und die haben jetzt ihre Probleme, wieder auf den Server zu kommen. Oh Gott. Kommst du gleich wieder I saw you. Oh Gott, 2! Damn it! Wirklich mal! Leute, Spice! Bin ich so euer Hauptziel hier? Okay, irgendwo verständlich, so als Let's Player, als Server-Owner und als Heavy, der auch so oder so schon eine Zielscheibe ist. Oh, das ist bitter hier. So, jetzt riskieren wir mal, dass ich das jetzt mal eben hier esse. Und ich habe da natürlich eine Lücke gelassen, wo man mich backstabben könnte. Ich bin sehr froh, dass es nicht passiert ist, auch wenn ich trotzdem gestorben bin. Fast. So, wir rennen mal eben zum Spawn. Bitter. Ja, bitter ist es. Auf jeden Fall jetzt gerade. Langer, langer Spawnweg. Ja. Tod musste sein. Ich liebe diese zwei Effekte einfach zusammen. Mit der Tommy Slav. Es ist ja heute nicht so, dass ich angebe damit oder so, aber... Damn, ist das... Wow. Das green ich mir jetzt mal, das merke ich mir jetzt mal. Ich wusste nicht, dass man da oben drauf kann. Aber das ist gut zu wissen, solche Informationen. Kann man gut benutzen, um seine Feinde umzubringen. Böser Soldier. Naja, nochmal böser Soldier. Hat jemand auf mich abgesehen? Das, Nein, die sind da! Das regt mich auf. Jetzt nicht mehr. Warum bist du wieder hergelaufen? So. Das wird böse. Knapp, das wird noch knapper. Komm schon. Lass mich doch mal treffen. Bitte. Nein. Okay, das Herz, das rast jetzt gerade ein bisschen. Das war sehr knapp. Hallo. Tut mir leid. Tut mir noch mal leid. Was? Und das war auch noch ein Also manchmal denke ich mir dann doch schon, what the hell? What the hell? Und wir haben 13 im blauen Team? Wie kann das sein? Das geht gar nicht. Das ist ein 24-Slot-Server. Das macht schon logisch keinen Sinn. Wie kann man eigentlich den Server unterstützen? Es wird die Möglichkeit geben, beziehungsweise gibt es jetzt im Grunde auch schon, dass man für den Server spenden kann. Da wird ein Donator-Rang vergeben. Ein Donor-Rang? Donator-Rang? Donor oder Donator? Das muss ich gestern sogar googeln. Ich glaube, Donator gibt es als Wort gar nicht. Und man sagt Donor. Auf jeden Fall, man kann den Server mit 5 Euro unterstützen. Habe ich mir zumindest jetzt so gedacht. 5 Euro ist ein Betrag, den man, denke ich, bezahlen kann. Normal allgemein. Feature-Liste ist zwar momentan noch nicht so groß, aber habe ich ja bereits gesagt, dass ich die noch sehr gerne aufstocken möchte. Und auf jeden Fall tun werde. Nee, und auf jeden Fall, 5 Euro und, ja, am besten schreibt ihr mir das per E-Mail oder per, in Steam dann halt direkt. Steam ist, glaube ich, sogar besser, weil ich dann direkten Kontakt habe mit euch und ich habe Sandwich. Ja, ich habe ein Sandwich. Das schon wieder, ich hätte das auf eine Schrotflinte gewechselt, aber nee, würde ich ja nicht tun. Ich habe mein Sandwich ja schon benutzt, aber irgendwie ist es trotzdem drin, dass ich eine Schrotflinte anhab. Das ist ein, es sitzt momentan so drinne, dass ich immer denke, ich habe ein Schrot. So, was ist hier an diesem Bild falsch? Irgendwas gefällt mir hier nicht. Irgendwas kam mir komisch vor. Ja, du läufst gerade in den Tod. Egal, was du tun wirst. Ich hoffe, es ist mein Kill. Ja, es war mein Kill. Okay, jetzt ist ein Problem. Nein, nein, nein. Böse. Ich kann dir da oben ein Sandwich geben. Komm schon, Crapper. Ach nein, ich hab's hier aufgesammelt. Nein! Ah! No! Oh mein Gott. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitter. Bitter, bitter, bitter. So, echt so viel Leben. Wieso sagen mal alle, ich überlebe so lange? Es kommt mir nicht so vor.
schon von Anfang an fragen immer alle, ey, wie hat Sophie das überlebt? Ich frage mich echt, meint ihr wirklich mich in dem Moment oder seht ihr da vielleicht zwei oder so? Keine Ahnung. Das wundert mich ein bisschen. So, ich glaube natürlich jetzt hier gerade völlig falsch. Natürlich einmal drumherum gelaufen. Ja, ich weiß, dass ich gerade viel angeschrieben werde im Chat, aber ich kann einfach nicht darauf antworten im Let's Play. Das ist ein bisschen schwer, Leute. Aber ihr wisst ja nicht, dass ich Let's Playe. Oh, oh. Das tut weh. Vor allem, weil wir einfach nur Wine cracken. Mach mal die nächste Verlosung braucht noch ein bisschen, du. Ein Scout, der vernünftig springen kann, selten. Sehr selten, dass man sowas sieht. Wir heilen uns mal. Okay, ich habe jetzt gerade befürchtet. Jetzt bringst du meine Befürchtung nicht immer richtig. Spy. Absolutely sure. Wirklich? Nee. Aber ich brauche Munition, da bin ich absolut sicher. Ab jetzt. Okay, der nächste, der mich tut, bekommt aus dem Metall von Owa. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, ich bin gerade irgendwo gegengelaufen. Bin mir fast sicher. Jetzt muss ich auch noch extra aufpassen. Ich will jetzt ja unbedingt nicht sterben. Nein! Headshot! Ich habe die Sniper vergessen. Ah! Blöd. Doof. Hätte man dran denken können, ne? Okay, ich würde sagen, ein Leben machen wir noch. Heute zweite Episode, die länger ist. Gestern der Server, heute der Server mit Stuff. Insanity randaliert erstmal als Soldier. Auch sehr nice. Auftrag für dich, Dini. Das hört sich nie gut an. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn sowas gesagt wird. Auf meinem Server. Ja, ich habe gewusst, dass das in den Chat geschrieben wird. Ah! Ah, das hat Dini geschrieben, okay. Okay, aber wir haben gewonnen. Okay, cool. Okay. So, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.